Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Und Katja, unsere Aufgabe ist es, Minecraft durchzuspielen, aber wir dürfen nicht die Farbe grün berühren. Das bedeutet, wir dürfen kein Gras berühren, keine Blätter berühren, keinen grünen Teppich, keine Emeralds, kein grünes Glas, also gar keinen einzigen grünen Block. Falls wir einen grünen Block berühren sollten, werden wir weggeschnetzelt und wenn wir dreimal weggeschnetzelt wurden, haben wir verloren. Wir müssen uns überall so kleine Brücken bauen, beziehungsweise sogar das Gras abbauen, dass wir auf keinen Fall einen grünen Block berühren. Okay, dann würde ich sagen, Katja, ich hole hier vorne auch ein bisschen Holz. Oh, wir müssen so gut aufpassen. Das habe ich hier alles sicher gebaut. Dann baue ich hier auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Holz ab. Okay, hier muss ich auch sehr aufpassen. Hä? Das wird auch zu Sand gemacht. Ich habe nichts gemacht. Du wurdest weggeschnetzelt. Und Katja, oh nein, du hast ein bisschen grün berührt und wurdest schon das erste Mal weggeschnetzelt. Oh oh. Ja. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Holz. Da mache ich mir einen kleinen Crafting Table. Den platziere ich auch hier mal im Wasser, weil wir hier sehr sicher sind. Dann mache ich mir schon mal eine Holzspitzhacke insgesamt. Holzspitzhacke und flupp, und da vorne habe ich, glaube ich, schon eine Höhle gesehen. Ja, tatsächlich. Da können wir auf jeden Fall schon mal hingehen und ein bisschen Stein abbauen. Und vielleicht finden wir sogar ein bisschen Eisen. Okay. Oh, oh, oh. Hier unten ist die Wiese. Die darf ich natürlich nicht berühren. Okay, aber hier in der Höhle ist nichts Grünes. Hoffe ich zumindest. Da können wir hier ganz in Ruhe schon mal den ganzen Stein abbauen. Und Katja, wenn du jetzt noch zweimal weggeschnetzelt werden solltest, dann hast du verloren. Ja, ich weiß. Oh nein, okay. Ein bisschen Stein habe ich schon. Dann mache ich mir hier einen kleinen Crafting Table. Den platziere ich mal ganz genau hier. Und mach uns beiden eine kleine Steinspitzhacke. Oh, hier muss man so gut aufpassen mit dem Gras, dass man hier nicht aus Versehen drauf geht. Das baue ich auch mal ab. Das hier baue ich auch ab. Und vor allen Dingen, Katja, müssen wir auch darauf achten, dass wir nichts mit unserem Kopf oder mit unseren Schultern berühren. Das ist auch richtig, richtig doll wichtig. Ja, ich glaube, das war mein Fehler tatsächlich gerade. Wir dürfen ganz und gar nicht grüne Blöcke berühren. Guck mal, Katja, hier ist auf jeden Fall deine Spitzhacke. Guck mal, bitteschön. Ja, danke schön. Und ich gehe jetzt ein bisschen in die Höhle und suche dort Eisen, dass wir uns auf jeden Fall ausrüsten können. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall als nächstes, naja, ein paar Diamanten suchen. Komme zu dir. Sehr gut, hier ist Eisen. Okay, Smaragde dürfen wir auch nicht berühren. Gras, was in der Höhle ist, dürfen wir auch nicht berühren. Ansonsten ist, glaube ich, nichts Grünes in der Höhle. Ich glaube nicht. Okay, ein bisschen Kohle habe ich auch zum Braten. Das ist sehr gut. Geht's hier weiter? Nein, hier geht's nicht weiter. Okay, da können wir uns vielleicht hier ein bisschen nach unten buddeln. Oh, hier ist ja noch Eisen. Sehr gut. Das wird noch abgebaut. Ich mache mal hier einen kleinen Ofen-Katscher und da können wir uns schon relativ gut mit Eisen ausrüsten. Hier ist auch ein grüner Zombie und ein grüner Creeper. Okay, der Zombie und der Creeper dürfen mich auf keinen Fall berühren. Ich versuche, die mal ein bisschen wegzuschnetzeln. Okay, der hat mich auf jeden Fall nicht berührt. Da unten ist der Creeper. Hier oben wäre sogar noch Eisen. Okay, oh Gott, pass bloß auf. Ich komme mal zu dir, ich komme mal zu dir. Ich helfe dir, ich helfe dir. Ich brauche Hilfe sogar. Okay, oh, da ist sogar ein Skelett. Oh, oh, ich schnetzle das Skelett weg. Und zack, und zack. Oh, hier haben wir auch noch so viel Eisen insgesamt. Okay, das hier nehme ich auch noch mit. Dann haben wir auf jeden Fall genug Eisen für eine komplette Rüstung und für ein Schwert und eine Spitzhacke. Okay, das wird noch mitgenommen. Hier ist sogar noch mehr Eisen. Dann würde ich sagen, ich gehe auf jeden Fall wieder zurück zum Ofen und braten noch das restliche Eisen. Damit kann ich uns jetzt hier auf jeden Fall eine Rüstung machen. So, zwei Chestplates insgesamt, ein paar Stühlchen, natürlich noch Helm und noch zwei Hosen insgesamt. Zwei Schwerter mache ich auch. Ein Schwert für mich, eins für dich und natürlich auch zwei Eisenspitzhacken. Okay, wir sind jetzt wirklich top ausgerüstet mit Eisen. Guck mal, Katja, ich gebe dir mal alles. Danke. Bitteschön, bitteschön. Oh, sehr gut. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Essen und da können wir ein paar Diamanten suchen und uns eine Diamantspitzhacke machen fürs Nether-Portal. Oh, sehr nice. Okay, Katja, derzeit, wo du dich hier durchbuddelst und ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zum Essen suchen. Okay, oh, ich habe so viel Angst hier, die grünen Blöcke zu berühren. Vor allen Dingen, wir dürfen auch keine Blätter berühren insgesamt. Dann geht's hier weiter. Okay, sehr gut. Hier haben wir Sandstrand. Hier kann ich natürlich ganz normal drüber laufen. Und ich sehe da hinten ein Dorf. Tatsächlich, das ist ein Dorf. Okay, da kann ich auf jeden Fall richtig viel Weizen mitnehmen. Vielleicht finden wir dort in der Schmiede sogar ein paar Diamanten. Das wäre sehr gut. Ich kann mir hier den Weg auch mit, Dirtblöcken bauen. Die Dirtblöcke wurden zu Gras. Bei uns unten in der kleinen Höhle ist einfach ein Axolotl gespawnt. Oh, das ist süß. Ich habe schon wieder grün berührt. Ich habe hier oben die Blätter vom Baum berührt aus Versehen. Wenn ich jetzt noch einmal grün berühre, dann haben wir verloren. Und da ist ein Zombie sogar. Oh nein, den darf ich auch nicht berühren. Ich darf hier gar nichts berühren. Nein, 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 nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Das kriegst du hin. Okay, ich habe ihn weggeschnetzelt. Okay, ich komme wieder runter zu dir. Okay, hier entlang. Nichts Grünes berühren, nichts Grünes berühren. Hallo Kater, ich bin bei dir. Da ist ein Skelett. Oh, wir müssen uns unbedingt noch
ein Schild machen. Ja, und da sind auch die Diamanten. Und tatsächlich, hier sind Diamanten. Oh, wie gut. Vor allen Dingen, wie viele hier auch sind. Okay, die können wir alle mit. Wow, was? Das sind noch mehr. Okay, warte mal. Ich baue mich mal hier ein bisschen hin insgesamt. Die Diamanten können wir auch abbauen. Oh, wie viele das sind. Hier hinten sind einfach noch mehr gewesen. Okay, ich habe jetzt allein schon 10 Diamanten insgesamt. Okay, ich würde sagen, wir craften uns jetzt auf jeden Fall erstmal eine, naja, Diamantspitzhacke. Und ich kann auch einen Eimer uns machen. Okay, erstmal eine Diamantspitzhacke. Und dann würde ich sagen, Katja. Oh, sehr gut. Ja. Dann mache ich auf jeden Fall noch 2 Schwerter für uns beide. Und für dich mache ich auch nochmal eine Spitzhacke. So und so eine Spitzhacke für dich. Sehr gut. Okay, das bedeutet, ich kann jetzt hier auf jeden Fall noch einen kleinen Eimer machen. Dann kann ich hier Wasser holen und das über die Lava drüber schütten. Und dann können wir das ganze Obsidian abbauen. Okay, Obsidian habe ich abgebaut. 8 Stück habe ich insgesamt. Dann kann ich hier auf jeden Fall das Obsidian-Portal bauen. Und das Portal können wir entzünden. Sehr gut. Okay, da sollten wir uns auf jeden Fall jetzt noch goldene Schuhe machen. Schau mal, Katja, hier noch dein Diamantschwert. Und das hier bitteschön. Stimmt, und was zu essen brauchen wir auch. Ja, ja, ja. Okay, wir sind ausgerüstet und es geht ins Nether insgesamt. Ja. Okay, Katja, Moment mal. Hier sind überall grüne Blöcke. Hier ist eine Festung. Wir dürfen hier auf keinen Fall was berühren. Wir müssen so, so nur gut aufpassen. Okay, wir können uns schnellstmöglich hier hochbauen zur Festung. Da müsste auf jeden Fall nichts Grünes sein. Pass mit den Blättern auf, Katja. Oh, oh. Hier haben wir auf jeden Fall die Nether-Festung. Da unten ist unser Portal und da sind ganz viele grüne Blöcke. Okay, hier sind auch grüne Blöcke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh, das sind Wither-Skeletons. Oh, pass bloß auf, Katja. Wir müssen jetzt Blazes finden und die wegschnetzeln. Okay, weitere Blazes sind gespawnt. Oh, oh. Hilfe, ich brenne ein bisschen, ich brenne ein bisschen. Oh aufpassen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich esse noch mal ein bisschen was. Okay, du schnetzelst sie hier schon ein bisschen weg. Ich helfe dir. Achtung, Katja, hinter dir. Ja. Oh, oh, okay. Die schießen jetzt gleich nochmal. Und jetzt können wir sie wegschnetzeln. Wither-Skelett von hinten. Katja. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brenne auch gerade. Pass bloß auf, pass bloß auf. Okay, 18 Blaze Powder haben wir jetzt auf jeden Fall. Okay, das Wither-Skelett ist richtig dumm, mies und fies. Hallo, Wither-Skeleton. Und ich habe es weggeschnetzelt. Tipptopp. Okay, das bedeutet, Katja, wir können jetzt auf jeden Fall noch ein paar Endermänner wegschnetzeln und aus den Enderperlen mit dem Blaze Powder die Enderaugen machen. Und dann geht's zum Endportal. Nicey. Wir haben jetzt insgesamt 15 Enderperlen. Die kann ich zusammen craften mit dem Blaze Powder. Und zack, jetzt haben wir 15 Enderaugen. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Und Moment mal, Katja, ich werfe mal das erste Enderauge. Und es fliegt in die Richtung, hier nach vorne. Okay, ich habe jetzt hier auf jeden Fall richtig, richtig, richtig doll viel Holz geholt. Und ich werde mich hier komplett über das Gras bzw. über die grünen Bäume drüber bauen, dass ich hier auf keinen Fall was berühre. Wenn ich noch einmal grün berühre, dann haben wir verloren. Okay, es geht auf jeden Fall hier diagonal in die Richtung. Da unten sehe ich sogar deinen Weg, den du gebaut hast. Okay, ich komme mal ungefähr in deine Richtung insgesamt. Hi, Epic, seh dich. Okay, ich werfe nochmal eine. Es geht diagonal hier in die Richtung. Und können wir die aufsammeln? Und sie fällt nach unten. Und wo fällt sie hin? Sie fällt direkt neben deinen Weg. Ah, das kriege ich hin. Das ist sehr gut. Okay, perfekt. Da können wir sie auf jeden Fall wieder aufsammeln. Oh, pass bloß auf, Katja, dass du kein Grün berührst. Sehr gut. Okay, das war sehr knapp. Okay, perfekt. Dann geht's auf jeden Fall hier vorne in die Richtung. Das Stronghold ist hier einfach bei den ganzen Pilzen. Okay, ich glaube, es ist bis hier hingeflogen. Hier irgendwo müssen wir uns auf jeden Fall runterbuddeln. Runter! Ja, hier ist einfach nirgendwo was Grünes. Das ist so, so gut. Okay, ab nach unten zusammen. Bin schon da. Okay, oh, pass bloß auf, Katja. Wir haben das Portal gefunden. Die Eye of Ender kann ich reinlegen. Flup, 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 flup. Und sehr gut. Okay, ab ins End, ab ins End. Okay, Katja, wir sind hier im End. Müsste der Ender-Dragon wegschnetzen. Ich glaube, hier im End ist nichts Grünes. Ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Okay, das bedeutet, wir müssen erstmal die ganzen Ender-Crystals kaputt machen. Ich habe nicht mal einen Bogen, aber ich habe 3 Pfeile. Was ist denn hier los? Warte, guck mal. Einen kaputten. Oh, dankeschön. Okay, damit kann ich auf jeden Fall ein bisschen was wegschnetzeln. Ich hoffe, ich treffe hier den Ender-Crystal. Und habe ihn nicht getroffen. Okay, ich habe noch einen Pfeil übrig. Treffe ich den Ender-Crystal hier und auch getroffen. Perfekt. Sehr gut. Okay, ich sollte auf jeden Fall was essen. So, bitte essen, bitte essen. Okay, ich regeneriere wieder. Ah, guck mal hier. Mit der kannst du dich sichern. Ich habe noch eine gefunden. Dankeschön, das ist sehr gut. Stimmt, stimmt, stimmt. Wenn ich jetzt wieder nach oben fliege, kann ich die werfen. Okay, wir haben ihn schon fast zur Hälfte weggeschnetzelt. Oh, okay, er ist wieder gelandet. Okay, ich habe noch 2 Herzen. Oh, ich stelle mich mal zu dir hin. Ist was. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Oh, nein, 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 nein. Okay, noch ein halbes Herz. Okay, er landet wieder, Katja. Und dann können wir ihn komplett wegschnetzeln. Ja, ja, ja. Oh, nein, er hat mir wieder ein bisschen Damage gemacht. Okay, unter ihn stellen. Und sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben ihn gleich. Und ja.
Sehr gut, Kata. Oh, das hat richtig, richtig doll gut geklappt. Wir haben den Ender Dragon weggeschnetzelt und es war tatsächlich relativ knapp. Ich wurde zweimal durch einen grünen Block weggeschnetzelt und du wurdest einmal durch einen grünen Block weggeschnetzelt. Und jetzt wurdest du auch ein zweites Mal weggeschnetzelt. Das hat aber wirklich richtig, richtig doll viel Spaß gemacht. Das stimmt. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.